Oh shit, here we go again. Tag Leute! Tag Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lange ist es her, der Sommer ist leider vorbei, der Herbst ist bereits da und der Winter lässt wahrscheinlich nicht lange auf sich warten. No, God! Darum dachte ich mir, ich mache wieder mal einen Motovlog. Heute soll es um die besten 50 Kubik Supermotos gehen. Ich habe mir eine kleine Liste geschrieben mit 50 Kubik Supermotos, Zweitakter, die wahrscheinlich ein paar von euch kennen und andere, die nicht so bekannt sind. Also eigentlich eine gute Mischung. Ich habe mir 5 verschiedene Marken aufgeschrieben. Ich dachte, weil die meisten Mopedfahrer mit Straßenbereifung fahren, weil das wahrscheinlich mehr Leute interessieren wird. Ich würde sagen, die erste stelle ich hier vor und die weiteren gibt es dann beim Fahren. Nummer 1 natürlich, wer hätte es gedacht, Beta Supermotos. Nein, doch. Da gibt es 3 verschiedene Modelle, die Standard RR, also die Beta RR50 Supermoto oder Motard. Bei dem Standardmodell finde ich ziemlich gut, dass der Krümmer verchromt ist. Das ist jetzt neu seit den Euro 5 Modellen. Und die rote Rücksitzbank, genau wie bei der Enduro hier, ist ja auch die Standardversion. Dann gibt es noch die RR Sport. Die hat eine bessere Gabel, soweit ich weiß, und schwarz lackierte Felgen. Und dann gibt es noch die Beta RR Track. Die hat einen rot eluxierten Angeldämpfer, Speichenfelgen, was bei den normalen Modellen, also bei der Standard und Sport, nicht der Fall ist bei den Supermotos. Die Track hat dann noch eine Upside-Down-Gabel und ein verstellbares Federbein, soweit ich weiß. Also alles ein bisschen hochwertiger. Ja! Blendet euch immer ein paar Bilder ein. Bei den verschiedenen Marken habe ich jetzt nicht alle Modelle aufgezählt, sondern meistens nur die billigste und die teuerste Variante, weil sich dazwischen nicht wirklich was ändert. Außer Kleinigkeiten wie das Dekor zum Beispiel. Hat mein Vater an Florian gedroht? Droht mein Vater dem Florian? Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ich bin jetzt gefühlt 2 Monate nicht gefahren oder so. Also, dann würde ich sagen, ich fahre los und danach gibt's das nächste Bike. Okay, let's go. So, das nächste Bike ist von der Marke Sherco. Soweit ich weiß, eine spanische Marke, die auch im Enduro-Bereich tätig ist. Genau wie Beta eigentlich. Dann werde ich kurz auf meine Liste schauen. Die Sherco Factory SMRS, also die Supermoto-Variante. Das ist jetzt also die teure Variante. Die hat eine Upside-Down-Gabel, Speichenräder, also keine Gussfelgen, wie bei den Standardmodellen, zum Beispiel bei Beta. Ich weiß nicht, ob der Krümmer auch davon ist, aber der Angeldämpfer ist auf jeden Fall von Big One, also von der Auspuffmarke. Ich glaube, der komplette Auspuff ist eigentlich von Big One. Sieht ziemlich gut aus, ist auf jeden Fall mal was anderes, sieht man nicht häufig. Ich werde ein paar Bilder einblenden, damit ihr euch das vorstellen könnt. Dann gibt es noch die Silver und Red One Variante. Soweit ich weiß, sind das die Standardversionen. Und die gibt es in 2 verschiedenen Kategorien. Und zwar gibt es die einmal mit Speichenfelgen und einmal mit Gussfelgen. Ich schätze mal, dass die mit Gussfelgen etwas billiger ist. Und das Dekor unterscheidet sich. Also gibt es sie in Silber und in Rot. Ein paar Sekunden später. Genau, das war's eigentlich von Sherco. Dann kommen wir zum nächsten Bike und zwar ist das die Marke Vent. Soweit ich weiß, eine italienische Marke. Ist jetzt, glaube ich, noch nicht so extrem bekannt. Moin, Meister. Du hältst deinen Schnauze. Machen auch 50 Kubik Mopeds und 125er, was ich gesehen habe. Verzeiht mir, falls ich das Modell falsch ausspreche, aber ich spreche kein Italienisch. Genau, das wäre die Vent der Rapace. Oder der Apache. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich
Ich hoffe, das war halbwegs okay. Und zwar hat die eine goldene Upside-Down-Gabel, was ich jetzt bei den anderen noch nicht gesehen habe. Und sie hat ein ziemlich anderes Design, was eigentlich sehr auffällt, wenn man sie jetzt mit anderen 50 Kubik Supermotos vergleicht. Ist einfach mal was anderes, würde ich sagen. Und die gibt es mit Speichenfelgen. Also mit Gussfelgen gibt es die, glaube ich, nicht. Aber sieht auch besser aus mit Speichenfelgen, würde ich sagen. Dann gibt es von Vent noch die Derapace RR und ich glaube, das ist so die teure Variante, soweit ich das gecheckt habe. Die hat eine schwarze Upside-Down-Gabel und ist mehr in schwarz gehalten. Was mir gefällt, ist der ESD, der sieht ziemlich erwachsen aus. Schon ähnlich wie bei den 125ern. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon mit der Vent. 6,5 Stunden später. Das Ganze ist hier nicht sortiert, also von Beste zu Schlechteste. Also es ist alles zufällig zusammengewürfelt. Und ja, ich habe mir einfach ein paar Marken herausgesucht, die jetzt nicht so extrem bekannt sind, beziehungsweise die vielleicht nicht jeder hat oder kennt. Dann kommen wir zur Fantic oder Fantic, bei der man generell ziemlich viel Gutes hört, auch von den 125ern. Das wäre dann die Fantic XM Competition. Normalerweise, also bei den Euro 4 Varianten, gab es immer zwei Modelle davon. Ich glaube einmal Competition und einmal Performance, soweit ich weiß. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich glaube bei den Euro 5 Modellen, entweder haben sie es noch nicht aktualisiert auf der Webseite oder es gibt nur noch das Modell. Und zwar hat die eine rot eloxierte Upside-Down-Gabel, die ziemlich gut aussieht, würde ich sagen. Die hat Speichenfelgen, so viel ich gesehen habe. Moin! Alles klar. Und ein einstellbares Federbein, das in Gold gehalten ist. So sieht sie eigentlich ziemlich gut aus. Das einzige, was bei den Euro 5 Modellen extrem komisch geworden ist, ist der Angel-Dämpfer. Ich weiß nicht, was sie da zusammen fabriziert haben, aber ich glaube, also der Angel-Dämpfer ist extrem riesig geworden für eine 50er. Also der sieht genauso aus wie der Angel-Dämpfer von den 125ern, was jetzt nicht wirklich auf eine 50er raufpasst, würde ich sagen. Weiß nicht wirklich, was ich das bringen sollte. Vielleicht wegen Produktionskosten oder so etwas. Aber ja, ist jetzt nicht gerade hübsch, würde ich sagen. Das war es eigentlich auch von der Fantic. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich nur noch ein Modell haben für die 50er. Auf der Webseite sieht es so aus, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie in den früheren Jahren auch immer zwei Modelle gehabt haben. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Bike. Und zwar ist das die Rio MRT SM, die wahrscheinlich einigen von euch auch bekannt ist, würde ich sagen. Sieht man öfter mal herumfahren. Also die Rio MRT SM, das ist eine der günstigen Varianten von Rio. Sie hat Gussfelgen in schwarz, ein sehr schlichtes Design und ja, ein AM6 Motor, wie eigentlich, glaube ich, fast alle auf meiner Liste. Da werde ich sehr allergisch. Also ein sehr schlichtes Design, was nicht schlecht sein muss. Man kann da ziemlich viel beim Optik-Tuning machen, kürzeres Heck, Felgen lackieren, Dekor etc. Also sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ziemlich preiswert für ein neues Moped. Dann gibt es noch von Rio die MRT Trophy. Das ist, glaube ich, die teuerste Variante bei den Supermotos. Ich glaube, da liegt man circa bei 4000 Euro, was ja, ziemlich viel ist, würde ich sagen, beziehungsweise für ein Moped viel ist. Das Modell hat rot eloxierte Speichenfelgen, die sehr gut aussehen und die man so eigentlich auch nicht mehr sieht, weil bei Beta war das früher die Track-Variante. Die hatte auch rot eloxierte Speichenräder, aber das haben sie geändert, soweit ich weiß. Wahrscheinlich auch darum der Aufpreis. Die gibt
gibt es eigentlich nur in weiß, rot, schwarz, glaube ich. Also dieses Modell. Das Modell hat noch eine rot eloxierte Gabel und ein einstellbares Federbein. Das muss es einem auch wert sein, würde ich sagen, weil 4000 Euro... Was ich auf der Website gesehen habe, ist halt schon ziemlich viel. Aber wenn man das Geld hat, warum nicht? Das war's eigentlich auch von Rio. Das war jetzt die letzte Supermoto. Das soll es jetzt eigentlich auch gewesen sein von den verschiedenen Supermotos. Ich habe meine Liste abgearbeitet und euch 5 verschiedene Marken gezeigt. Vielleicht war eine dabei, die ihr noch nicht kanntet. Das war's mit dem Video. Wie immer gerne ein Like und Kommentar da lassen. Schreibt mir gerne Videovorschläge in die Kommentare. Und wie immer natürlich die Ehrenmänner und Ehrenfrauen aktivieren natürlich die Glocke. Da willst du mit mir spielen, ne? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, falls ihr nicht wisst, welche Supermoto ihr für den AM-Führerschein holen sollt. Falls ich irgendwelche Informationen zu den Bikes vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare, ihr könnt mich gerne verbessern. Ich glaube, so Kleinigkeiten wie größere Bremsscheiben bin ich jetzt nicht eingegangen. Hat mein Vater an Florian gedroht? Droht mein Vater dem Florian? Ich würde sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!